Allah sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Einer dieser schönen Namen ist Al-Hadi, der Führende, der Leitunggebende. Derjenige, der sich Allah als Hadi nimmt, wird niemals in die Irre gehen und kein Schaden wird ihn treffen. Doch derjenige, der sich einen anderen Hadi nimmt als Allah, wird niemals rechtgeleitet sein und wird mit Bedauern auf sein Leben zurückblicken. Stellt euch vor, ihr geht in den Urlaub, in ein euch unbekanntes Land, in ein euch unbekanntes Gebiet, in eine fremde Umgebung und die Menschen sprechen eine fremde Sprache. Je nachdem, wo man sich im Land befindet, kann es gefährlicher oder weniger gefährlich sein. Doch weil ihr euch nicht auskennt, wisst ihr nicht, wo ihr sicher seid. Der Hadi kennt sich gut in der Umgebung aus. Er weiß um die Gefahren, die einen treffen können und zeigt, wie man sich davor schützen kann. Dieser Hadi sorgt also dafür, dass man unbeschadet sein Ziel erreicht. Eines Tages kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Amr radiallahu anhu und sagte: Sei auf dieser Welt wie ein Fremder oder wie ein Durchreisender. Der Vergleich des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hätte nicht passender sein können. Diese Dunya ist für den Gläubigen nur eine Zwischenstation, während er auf dem Weg von A nach B ist. Auf dieser Reise lauern ebenso Gefahren, nur dass sie für denjenigen versteckt sind, dessen Blick sich vom Jenseits abwendet. Die Gefahren dieser Welt verbergen sich häufig hinter Dingen, die unseren Neigungen entsprechen. Es sind Spiel und Spaß, Ablenkung und Zerstreuung, innere Wünsche unserer Herzen. Damit wir auf dieser Reise die Gefahren erkennen, uns vor ihnen schützen können, damit wir unser Ziel sicher erreichen, brauchen wir ebenfalls einen Hadi. Dieser Hadi, der sich mit allen Gefahren des Lebens auskennt und uns sicher am Ziel ankommen lässt, ist niemand geringerer als Allah subhanahu wa ta'ala. Doch wie leitet er subhanahu wa ta'ala den Menschen? Die Rechtleitung Allahs ist zweierlei Art. Einerseits leitet Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen vom Unglauben zum Islam. Hierfür hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen Beweise für seine Existenz und für die Wahrhaftigkeit des Islams geliefert, welche der Mensch, wenn er aufrichtig ist, erkennen kann. Andererseits leitet Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die bereits glauben, im Glauben selbst recht, sodass sie sich nicht irgendwann wieder verirren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Dieses Buch, an dem es keine Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Jeden Tag bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet um Rechtleitung. Es ist wohl das meistgesprochene Bittgebet des Muslims. Wir befinden uns auf einem geraden Pfad in Richtung Zufriedenheit Allahs. Doch jede Sünde könnte uns von diesem geraden Pfad abbringen. Deshalb müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala als Hadi für unser Leben nehmen und behalten. Niemand kennt die Gefahren, die uns vom Weg abbringen, besser als er subhanahu wa ta'ala. Und niemand ist vertrauenswürdiger als er subhanahu wa ta'ala. Wenn du nun selbst diese Rechtleitung Allahs in deinem eigenen Leben sehen möchtest, richte dich nach dem, was Allah für sicher und erlaubt erklärt hat. Und halte dich fern von dem, was Allah für gefährlich und verboten erklärt hat. Und schau dann, was mit dir und deinem Leben passiert.